Tschüss, Mr. Wake. Naja. Mission erfüllt. Der Schlüssel und die Wegbeschreibung. Mein Held. Ich habe Taschenlampen. Zur Sicherheit. Hey, warten Sie! Mrs. Wake! Ihr Schlüssel! Das Diner war echt ein Irrenhaus. Was haben wir denn jetzt für einen Schlüssel bekommen? Was für ein Ort. Das wäre doch der perfekte Schauplatz für ein Buch. Wir wollen hier Urlaub machen, Alice. Ich denke drüber nach, wenn wir wieder zurück sind, okay? Okay. Wir können später drüber reden. Hier ist Pat Main auf KBFFM. Ich wollte gar nicht darüber reden. Ich wollte meinen Kopf in den Sand stecken. Begleitet von einem meiner Lieblingssongs. Früher war ich mal ein erfolgreicher Schriftsteller, aber das war lange her. Seit 2 Jahren hatte ich kein Wort zu Papier gebracht. Seit meinem letzten Buch. Und jetzt das Wetter. Es wird eine klare Nacht. Also, ihr Stadtmenschen, riskiert ruhig mal einen Blick nach oben und guckt euch an, wie Sterne aussehen. Hier draußen wird es ziemlich dunkel, aber sie leuchten euch den Weg. Da würde ich mir auch einen Urlaub gönnen, ne? Das ist fantastisch, Alan. Ja, nicht schlecht. Keine Angst, Schatz. Wir sind drin, bevor es dunkel wird. Und ich habe die Taschenlampe. Ich weiß. Ist schon gut. Alice hatte eine Phobie. Angst vor der Dunkelheit. Ich wollte sicher gehen, dass wir vor Sonnenuntergang ankommen würden. Das ist ja perfekt. Warum renne ich eigentlich? So, warte mal. Steuerung war gehen, ne? Ja. Ich gehe schon mal vor, Schatz. Soll ich wirklich nicht die Koffer nehmen? Also, ist aber auch spärlich mit einer Tasche so, ne? So im Sommer in so einem geilen Haus, ne? Am See. Das würde mir auch schon gefallen. Ich glaube, das könnte ich mit Maria nicht machen. Die kriegt auch eine Phobie. Wenn es halt wirklich stockenduster ist. Sehen wir mal hinein. Ich würde mich erstmal kurz draußen umgucken, wenn das kein Problem für dich ist. Remaster hat es leider nicht bis zur Tür geschafft. Ein bisschen pappig die Texturen hier, aber... Alice hatte mir von der Cauldron Lake Lodge erzählt. Das alte Gebäude war früher ein Hotel gewesen. Heute war es aber nicht mehr öffentlich zugänglich. Schon krass hier, oder? Also malerisch ist das schon. Ach, guck mal, kommt man da rein? Das Stromkabel führte zu einem alten Generator. Hätten wir wahrscheinlich eh hingemusst, ne? Upsala. Hoppala. Ja, muss ich erstmal eingewöhnen, ne? Das ist wiederum nicht so malerisch, muss ich sagen. Ist ja so laut, den hört man wahrscheinlich auch Abend. Gute Arbeit, Liebling. Ich mache mich frisch und mach's mir bequem. Okay, ich schaue mich ein bisschen um. Na klar, viel Spaß. Es war ein schöner Ort.
Ich sagte mir, dass ich hier entspannen könnte und schlafen und meine Arbeit vergessen. Ich dachte, wir könnten hier glücklich sein. Wird jetzt so prinzipiell jetzt erstmal nicht dagegen. Da kann ich jetzt hier nochmal gucken. Ganz schön hell erleuchtet dafür, dass das Hotel nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Geister. Sollte sich immer zuerst mit der Umgebung vertraut machen. Man weiß nie, wofür es noch nützlich ist. Daniel braucht immer ungefähr 50% mehr Spielzeit als angegeben ist für den Titel. Ob wir auf der anderen Seite auch rauskommen oder ob wir dafür durchs Haus müssen. Ja, wir müssen durchs Haus. Alice? Schatz? Auf dem Regal stand ein Schuhkarton mit Büchern von Thomas Zane. Ich hatte noch nie von ihm gehört. Er hat bestimmt komplett andere Bücher als ich. Gehen wir raus? Klar. Die Hirschfestbesucher trudeln langsam ein. Ich habe gerade einen auf der Fähre getroffen, einen berühmten Künstler. Mal sehen, ob ich ihn noch zu einem Interview überreden kann. Jetzt ran an die Telefone. Hallo, Sie sind auf KBF FM. Hallo, Pat, hier ist Rose. Hallo, Rose. Was haben Sie auf dem Herzen? Oh nein. Wer der berühmte Künstler ist? Alan Wake, nicht wahr? Er ist mein Lieblingsschriftsteller. Rose, ich... Ich habe ihn gerade im Diner gesehen. Ich freue mich so sehr, dass er hier ist. Er freut sich bestimmt auch hier zu sein. Tja, Freunde, die Katze ist aus dem Sack. Hier ist Batman auf KBF FM und jetzt etwas Musik. Na toll, so viel zur Diskretion. Naja, er hat es ja nicht direkt verraten, ne? War ja... Rose hat ja geplappert. Will man da machen? Oh, ich komme, Schnucki. Ich renne auch nicht, damit keiner merkt, wie nötig ich es habe. Was? Hier hängt schon eine Hose. Ich gucke erstmal in den anderen Raum, ne? Überraschung. Oh nein. Was soll das? Ich muss dir ein Geständnis machen. Ich habe gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest, dass dir der Ortswechsel hilft. Verdammt, Alice! Du, alle wollen das... Hey, hey, hey! Hör doch mal zu! Es gibt hier einen Arzt, Dr. Hartman. Ich kenne sein Buch. Er hat hier eine Privatklinik, spezialisiert darauf, Künstlern zu helfen. Wow. Willst du mich jetzt einweisen lassen? Nein, so war das nicht gemeint. Das ist... Alan? Alan! Lass es! Lass es einfach! Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Gott verdammt! Ich wusste, sie würde mir nicht in die Dunkelheit folgen. Ich brauchte Zeit für mich, um nachzudenken. Verdammt. Alan? Alice. Alan! Alice! 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 Waren plötzlich alle Lichter ausgegangen. Alan? Alan! Wo bist du? Hilfe! Alice, ich komme! Alles okay!
Was zum... Was ist denn hier los? Nein! Nein! Ah! Alice? Oh. Alice! Was? Oh nein! Immer weiter. Alice? Nach dem Unfall im Auto aufzuwachen war, wie einen Albtraum gegen den nächsten zu tauschen. Ich wusste nicht, wie ich hierher kam. Ich wusste nur, dass Alice etwas Furchtbares zugestoßen war. Das Telefon war tot. Ich musste zu Fuß Hilfe holen. What the hell? Jetzt mal ohne Scheiß, warum ist er auf einmal im Auto? Bei Alice Sachen war ein Buch. The Creator's Dilemma von Dr. Emil Hartman. Das Buch erinnerte mich an meinen Streit mit Alice. Es gefiel mir nicht und der selbstzufriedene Typ auf dem Einband genauso wenig. Warum sind wir auf einmal mit dem Auto unterwegs? Wie kann man so einen Filmriss haben? Die Tankstelle war meine Chance. Da könnte ich telefonieren. Es sah nach einer langen Wanderung durch den Wald aus. War ja gut abgeräumt, wa? Lieber Scholli. Mist. Ja, das war eine knappe Kiste. Da hätte ich jetzt auch noch drin sitzen können. Eine Phobie bei Dunkelheit, das muss man sich mal geben. Du kannst ja nie draußen irgendwie mal rausgehen. Du brauchst immer Licht bei dir. Hallo? Wenn wir schon was gelernt haben, dann nicht, dass wir ins Licht gehen sollten generell, ne? Ha. Hallo? Ist da jemand? Die losen Seiten gehörten zu einem Manuskript mit dem Titel Departure. Das war der Name meines nächsten Romans, den ich nie begonnen hatte. Ich sollte der Autor sein, war es aber nicht. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Hier stand, dass der Held nachts im Wald von einem Axtmörder angegriffen wird. Na top. Manuskriptseiten gefunden, die man mit F5 aufrufen kann. Departure. Von Alan Wake. Der Mann wandte sich mir zu. Sein Gesicht lag im Schatten. Es war schwer, ihn in der Dunkelheit des Waldes um uns zu erkennen. Die Axt, die er hochhob, war jedoch gut zu sehen. Auf ihr glitzerte das Blut seiner Opfer. Er grinste irre. Die Schatten lebten und verzerrten sein Gesicht. Eine Szene aus einem Albtraum. Doch ich war hellwach. Ich finde das mega nice, dass es vorgelesen wird, ne? Cool, cool. Das finde ich schon sehr stimmig, ne? Das muss ich schon mal sagen. Ein Tor, der auf dem rechten Weg bleibt. Ich meine, es ist gut, dass der Mond so hell ist, ne? Die Lichter vor mir waren ein gutes Zeichen. Vielleicht musste ich nicht bis zur Tankstelle laufen, um mein Telefon zu finden.
Ich dachte schon, das wäre die Tankstelle, aber es ist ja Holzfällerlager. Na toll, da haben die Leute definitiv eine Axt. Aufgeräumt wird ja scheinbar auch nicht. Hallo? Ich gehe nur außen rum, weil ich hier irgendwo Thermoskannen vermute, ne? Das ist der einzige Grund. Da vielleicht ein bisschen zu paranoid. Let's get ready to rumble! Die Chaotenbrüder, vielen Dank für euren Raid. Vielen, vielen Dank. Ihr habt mich schon mal geradet, kann das sein? Und RDV1983, vielen Dank für dein Follow. Hallo, hallo. Der Name sagt mir was. Ihr wart schon mal bei mir, kann das sein? Happy Corpa, vielen Dank auch für deinen Follow und willkommen, willkommen. Ist da jemand? Bitte, ich hatte einen Unfall. Neophyt, habe ich das richtig ausgesprochen? Und Nepolix, auch vielen Dank für eure Follows. Vielen, vielen Dank. Hallo, hallo, was ist denn hier los? Habt ihr auch gerade Alan Wake gespielt oder was habt ihr gezockt? Ich habe gerade erst angefangen, ich habe das Spiel Jahrzehnte vor mir hergeschoben. Damals Max Payne gespielt, wollte dann Alan Wake spielen. Als ich gehört habe, es ist von den Machern von Max Payne und habe es nie angefangen. Jetzt spiele ich das erste Mal Max Payne, das Remaster. Ah, GTA habt ihr gespielt. Das ist ja ein völlig anderes Genre. Völlig anderes Genre habt ihr... Roleplay gespielt oder einen ganz normalen Multiplayer? Oder Singleplayer sogar? Hey, hey Sie! Wer? Nicht ich hatte einen Unfall. Ich brauche Hilfe. Hören Sie, ich muss... Hütten zu vermieten in... Fahrt! Verdammt! Goldstucky! Wirklich erfreut! Eine Anzahlung ist erforderlich! Ehrlich und fair! Ehrlich und fair. Warte mal, der hat ja einen lang gemacht und mal nicht so einfach. Na super. Keine Waffe, keine Taschenlampe. Es ist ja nicht so mein Favorite, ne? Sumo-Rennen habt ihr gespielt. Booyaka, Mensch, schönen guten Abend. Holt ihr mal einen Showdown. Ich habe schon gehört, es gab ein Content-Update, neue Map und so, ne? Aber ich spiele halt so wenig. Ich spiele so wenig, Leute. Wir gönnen uns erstmal die Manuskriptseite. Und lassen uns erstmal schön dahintragen von dem Storyline-technischen Sprecher. Der Besessene stand vor mir. Ich konnte mich nicht auf ihn konzentrieren, als stünde er in einem toten Winkel, wie bei einem Hirntumor oder einer Augenkrankheit. Er blutete Schatten, wie Tinte unter Wasser, eine Blutwolke von einem Haibiss. Ich hatte Todesangst. Ich drückte wie verrückt auf die Taschenlampe, um das Wesen davon abzuhalten, näher zu kommen. Plötzlich tat sich etwas und das Licht schien heller zu leuchten. Also wir haben keine Taschenlampe. Will ja nicht spoilern. Alan Wake kenne ich gar nicht. Ist es gut? Ich kenne Alan Wake auch nicht. Ich spiele es das erste Mal. Es ist das Remaster. Das Original kam von vor über 10 Jahren. Simi, vielleicht weißt du mehr, der gerade auch im Chat lurkt. LMTD77, Hallöchen. Ja, also, wie gesagt, ich kenne Alan Wake auch nicht. Ich habe nur mal den Trailer damals gesehen und dann dachte ich mir so, oh, das ist aber nicht so wie Max Payne. Na, spiel's mal. Und dann habe ich es irgendwie aus den Augen verloren und dann nie wieder gespielt. Und jetzt kam das Remaster und deswegen habe ich das jetzt wieder auf dem Schirm und es kam ja relativ kurzfristig. Und meine Freundin hat sogar von Alan Wake das Originalgeschenk gekriegt und hat noch zusätzlich das DLC, was es danach kam, Alan Wake's Nightmares,
was es aber nicht geremastert gibt. Vielleicht, wenn ich Alan Wake mal durchgespielt habe, irgendwann, dann könnte ich mir vorstellen, vielleicht das DLC noch zu spielen. Ich weiß aber nicht, ob das eine Standalone ist. Neues Mic und Kopfhörer? Ja, also kommt drauf an, wann warst du das letzte Mal hier? Das Mic ist schon, habe ich schon eine Weile, das habe ich mal vor einer Weile getauscht, weil das andere mir dann etwas zu dumpf war. Und die Kopfhörer, die sind jetzt nichts Besonderes, also sind 15€ Kopfhörer von Superlux. Ich habe noch andere In-Ears, die nehme ich für Tarkov spielen, aber das ist jetzt so angenehmer und im Sommer sind In-Ears auch ein bisschen angenehmer wegen Luft an den Kopf. Vor 2 Monaten, nee, das also wenn du vor 2 Monaten da warst, da habe ich schon, so lange habe ich das schon. Das Mic ist bestimmt schon ein Dreivierteljahr oder so. An der Stelle mega angenehme Stimme. Vielen Dank, vielen Dank. Superlux ist so eine, ist eine günstige Firma, die eigentlich aber auch vernünftiges Equipment machen. Was ich ja halt ziemlich cool finde, man kann das hier abmachen. Also es ist jetzt ein kabelgebundenes also Kopfhörer, ne? Aber der hat hier so eine Funktion, kannst ihn halt, wenn du mal aufstehst und vergisst, den Kopfhörer abzusetzen, dann klingt er sich aus. Das ist ziemlich cool. Also Alan Wake ist auf jeden Fall ein sehr cooles Story-Game. Und ich versuche immer, wenn Story kommt, meine Cam auszublenden, damit euch nichts verloren geht. Und ja, ich bin mal echt gespannt. Ich bin mal gespannt. Es ist ein Remaster, das heißt, die haben das aufgearbeitet, aber die Bewegungen, die Steuerung und sowas haben sie original gelassen. Die ist ein bisschen clunky, haben sie mal gesagt, im Vergleich zu heutigen Games. Aber es ist eine Gewöhnungsfrage, sag ich mal so. Mike hört sich sehr nice an. Ja, vielen Dank. Es ist ein Rode. Es war schweineteuer. Das sollte sich auch gut anhören. Aber das geht noch mal rein in VoiceMeeter Banana. Und da habe ich noch ein bisschen, also da habe ich eigentlich nicht so viel rumgestellt. Also es ist eigentlich clear, die Stimme, die jetzt hier ins Mic reingeht und rauskommt. Ja, ich weiß, wie dass du das meiner besseren Hälfte geschenkt hast. Ich wollte jetzt nicht spoilern, ne? Weil könnte man ja jetzt... Jetzt weiß man ja, dass man ja irgendwie bekannt oder so, ne? Oder verwandt ist. Ich wollte da nicht so reingrätschen. Aber ja, du hast dir beides geschenkt. I know. Und deswegen hat sie jetzt abgekotzt, weil sie wollte unbedingt dabei sein, wenn ich das Remaster spiele. Sie muss aber jetzt schon schlafen, weil sie morgen Frühschicht hat. Und deswegen werde ich ihr vielleicht dann das Gameplay zeigen auf YouTube. Oh, Alter. Oh. Los rein hier! Ich musste hier irgendwie raus. Stucky konnte jede Sekunde mit seiner Axt vor der Tür stehen, wie Jack Nicholson in The Shining. Ich habe auch Wurfobjekte? Habe ich nicht. Also, gut, dass wir in Amerika sind, ne? Da hat einfach mal jeder eine Knarre. Vielleicht für die Leute, die Alan Wake gar nicht kennen. Wir spielen Alan Wake und sind ein Schriftsteller, dem gerade die Ideen ausgegangen sind. Wir machen hier in Bright Falls, so nennt sich das Örtchen hier, Urlaub und wollen wieder ein bisschen, ne, unsere Gedanken ordnen und vielleicht die Schreibblockade verhindern. Oder aufheben. Empfehle ich Ihnen Nordic Walking. Das ist der neueste Trend. Die gesundheitsfördernde Wirkung ist bewiesen. Sie schlagen zu zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie besichtigen die Sehenswürdigkeiten und tun gleichzeitig etwas für ihre Cholesterinwerte. Ja.
Bevor ich jetzt in Richtung Tür gehe und es losgeht wahrscheinlich. Alan Wake hat halt Schlafprobleme und träumt immer kuriose Albträume, wo Leute von Schatten besetzt sind oder besessen sind, besser gesagt, und ihn angreifen. Und jetzt befinden wir uns quasi in Bright Falls. Er will da Urlaub machen und auf einmal holen ihn die Träume scheinbar ein. Ne? Und das ist jetzt so der Plot aktuell bis hierhin. So können wir das Telefon benutzen? Wahrscheinlich nicht. Ja. Polizeiwache Bright Falls, wie kann... Hallo? Hallo? Ah ja, wer hätte denn das gedacht? Kannst du Tarkov empfehlen? Warte, da fährt doch gar keiner. Warte mal. Oh, der schiebt das Ding hier bestimmt runter, ne? Los, weg hier. Alter, was ist denn mit ihm nicht richtig? Ich werde die Tarkov-Frage gleich beantworten. Insofern es mir möglich ist. Außerhalb eines Schießplatzes hatte ich noch nie geschossen. Und jetzt hatte ich jemanden getötet. Oder etwas. Es gab keine Leichen. Sie waren einfach weg. Wenn es ein Traum war, war er schmerzhaft real. Aber bei der Fische, ist das Blut hier gelb? Oder das... Ach, das ist ein Pfeil, ne? Also Escape from Tarkov kann ich schon in einer gewissen Sicht so, sage ich mal, empfehlen. Weil es gibt kein vergleichbares Spiel. Es gibt keins. Wirklich nicht. Also es gibt Spiele, die ansatzweise so rankommen wollen. Hunt Showdown ist eins davon mit dem Permadeath-System. Aber es gibt nichts in dieser, ich sag mal, in dieser Größenordnung. In dieser Detailverliebtheit, sag ich jetzt mal. Und es ist in der Beta und keiner weiß, wann es rauskommt. Vielleicht schafft es nie aus der Beta raus, man weiß es nicht. Es gibt immer wieder mal neuen Content. Aber es ist halt auch Beta und das merkt man zum Beispiel auch bei den Servern und bei der Performance. Also es ist ein Hardcore-Shooter, man muss sich extrem reinfuchsen, man hat eine extrem steinige und steile Lernkurve. Das muss man halt mögen, das muss man wissen und man muss sich auch vor allem darauf einlassen. Dann kann das Spiel ziemlich cool sein, aber es ist halt auch sehr frustrierend. Ne? Ich meine, Buyaka, wenn er noch da ist, der hat das Spiel auch sich gekauft, glaube ich, vor einer Weile und hat es bestimmt auch schon gespielt. Der kann bestimmt auch ein paar Sätze dazu sagen. Also, warum habe ich es kaputt gemacht? Ich dachte, Licht wäre mein Freund. Das war der letzte Ort, an dem ich sein wollte. Aber ich hatte keine Wahl. Ich musste zur Tankstelle. Ah ja, okay. Also, das sind hier Pfeile, die mir die Richtung weisen. Ich dachte erst, das wäre Blut, aber nein. Genau, und für hier nochmal den Content, ne, für Alan Wake. Die Typen, die da so besessen sind, die sind halt von Schatten besessen und sind unverwundbar. Man muss sie halt anleuchten, um sie verwundbar zu machen und sich möglichst im Licht bewegen, weil sie da nicht hinkommen. Die Taschenlampe enthüllte schaurige Graffitis. Jemand hatte in ihrer Nähe eine Kiste versteckt. Und ja, jetzt sind wir into the game, sag ich mal. Bleiben erstmal bei der. Ich weiß nicht, ob wir nochmal irgendwie härtere Gegner kriegen, wofür wir die Leuchtpistole brauchen. Das muss ich mal gucken. Wir müssen eigentlich in den... Er hat gesagt in den Wald, ne? Aber müssen wir dadurch, vermute ich. Ja. Also wie gesagt, ich spiele normalerweise einmal die Woche Tarkov. Diese Woche halt nicht.
Aber ansonsten zocken wir das auch so einmal die Woche ungefähr. Ein bisschen casual-mäßig, ne? Nicht so hardcore wie die meisten Streamer und so. Es gibt auch Call of Duty-Player quasi in Tarkov. War schon ziemlich strange, das, weil das Spiel eigentlich nicht dafür ausgelegt ist, aber wenn man es sehr oft spielt, kann man das schon mal machen, ohne Manuskriptseite. Lohnt sich immer, in die Ecken zu gucken. Rose wusste, dass sie in Schwärmerei verfallen war, doch das war ihr egal. Was sie betraf, war ihr kurzes Treffen mit Alan Wake der Wendepunkt in ihrem Leben. Sie sah zu, wie er mit seiner Frau ins Auto stieg. Sie war hübsch, selbstbewusst, ungezwungen in Wakes Nähe, nicht wie Rose. Sie passten perfekt zusammen. Sie hätte alles getan, um ihre Freundin zu sein. Okay, jetzt geht's um Rose, die in dem Diner da arbeitet. Und was ich jetzt ein bisschen komisch finde, ist, wenn wir jetzt hier gucken, hier fehlen einige Seiten dazwischen. Ich weiß nicht, ob die noch kommen oder ob ich die schon übersehen habe. Das würde mich wurmen. Aber wir gucken mal weiter.